Ja, erstmal danke für die Einladung und es ist immer schwierig, über sich selber zu sprechen. Aber ich denke so, dass meine Erfahrungen im Dialog und insbesondere im interreligiösen Dialog hier gefragt sind und dass ich sie hier einbringen kann. Dann habe ich ein ganz großes Interesse an Fragen des Glaubens, an Theologie und zwar auch daran, die Glaubensfragen gedanklich zu durchdringen. Und auch das ist etwas, was ich hier einbringen kann im Maxhaus. Und dann ein drittes, was ich hier gerne einbringe, das ist mein Interesse an den ganz konkreten Menschen, die da sind, die da hinkommen, die als Besucherinnen und Besucher die Kurse besuchen. Ja. Das Maxhaus ist für mich ein Ort der Begegnung, ein Ort des Nachdenkens, der Besinnung, aber vor allem ein Ort des Dialoges. Und die Gesellschaft und gerade auch die Kirche in der heutigen Zeit, die benötigen solche Orte des Dialoges, solche Orte der Begegnung. Und da finde ich, ist das Maxhaus in Düsseldorf ein ganz entscheidender und wichtiger Ort. Begegnung, Dialog, Gespräch, Nachdenken, all das findet hier statt. Und ich finde, das Maxhaus lebt eine Willkommenskultur. Also wenn man in das Maxhaus hineinkommt, dann ist man willkommen. Jedes Mal, auch wenn Leute, das ist die Regel, mich nicht kennen, werde ich freundlich begrüßt. Und die Menschen, die hier arbeiten im Maxhaus, ob die nur in der Konzept- und Programmplanung arbeiten, ob die in der Technik arbeiten, ob die haupt- oder ehrenamtlich arbeiten im Empfang, das macht das Maxhaus aus, das macht es lebendig und hier fühlt sich, denke ich, jeder willkommen. Also die Besucherinnen und Besucher der Seminartage, der Abendveranstaltungen, die ich im Maxhaus habe, die erlebe ich als sehr aufgeschlossene Personen. Ich erlebe sie als Suchende, als Fragende, aber auch als Menschen, die im Gesprächskontakt untereinander treten, nicht nur auf den Referenten fixiert sind. Und vielleicht eine Erfahrung, die ich mache, wenn ich eine Reihe hier anbiete, dann passiert es beim zweiten Abend des Öfteren, dass mich vor der Veranstaltung Menschen fragen, sagen Sie mal, ich habe noch mal darüber nachgedacht. Und mir ist das und das nachgegangen. Und das finde ich wirklich gut, dass Menschen nicht nach Hause gehen und sagen, so, das ist es, sondern hier nachdenken und dann das nochmal ins Gespräch bringen. Eben habe ich gesagt, das Maxhaus ist ein Ort des Dialoges, ein Ort der Begegnung. Aber ein solcher Ort lebt ja von den Menschen, die auch hier hinkommen. Wenn die nicht bereit sind, in einen Dialog zu treten, dann ist das Leben hier verkümmert. Und genau das erlebe ich durch die Besucherinnen und Besucher, dass sie sich hier einbringen und das Haus lebendig werden lassen. Ja, dann grüße ich ganz herzlich die Besucherinnen und Besucher des Maxhauses, die sehr wahrscheinlich die lebendige Begegnung hier vermissen. Und ich wünsche Ihnen das, was ich mir auch wünsche, nämlich Geduld. Geduld in dieser Situation. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie den Wunsch und die Sehnsucht nach einer lebendigen Begegnung nicht vergessen. Und ich wünsche Ihnen eine gute, gesegnete Fastenzeit. Und für mich ist die gesamte Zeit des Lockdowns auch eine Fastenzeit geworden. So. Und gute Schritte dann auf Ostern, auf das Fest der Befreiung hin. Und da hoffe ich, dass Sie alle und wir dann auch in diesem Sinne bald miteinander wieder sprechen, feiern und uns begegnen können. Alles Gute!